Franz Rueb, Mythos Paracelsus, Werk und Leben von Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Inhaltsverzeichnis. Kapitel 1. Das Labyrinth der irrenden Ärzte. Kapitel 2. Die sieben Verteidigungsreden gegen Verunglimpfungen. Kapitel 3. Über die Erfindung der Künste. Kapitel 4. Medizinscholastik, Medizinalsystem und alte Volksmedizin. Kapitel 5. Er ist krumm geboren und hat einen Buckel wie eine Laute. Kapitel 6. Nie einen Ort des Bleibens. Kapitel 7. Ihr lernt nichts von der toten Anatomie. Kapitel 8. Ein unverschämter Autodidakt in Basel. Kapitel 9. Vom Ursprung und Herkommen der Franzosen. Kapitel 10. Die vier Säulen oder über das Korn hinaus. Kapitel 11. Erste Säule, die Philosophie oder Naturerkenntnis. Kapitel 12. Zweite Säule, die Astronomie oder Astrologie. Kapitel 13. Dritte Säule, die Alchemie. Kapitel 14. Vierte Säule, Proprietas oder die Ethik des Arztes. Kapitel 15. Krankheit und Heilung. Kapitel 16. Die unsichtbaren Krankheiten. Kapitel 17. Geister, magische Kräfte, Magie und Magier. Kapitel 18. Frauenbild, Frauenheilkunde und Hexenglaube. Kapitel 19. Prognostiker, Philosoph, Pazifist, Humanist, Prophet. Kapitel 20. Der Laientheologe und die Mauerkirche. Kapitel 21. Testament, Tod und Totenkult. Kapitel 22. Mythen, Legenden und Märchen. Kapitel 23. Geheime und arbiträre Sprache. Kapitel 24. Faust, Romantiker und moderne Imaginisten. Kapitel 25. Begründer der modernen Medizin, Vorläufer der Chemie, Chronik, Glossar, Literatur. Abschied vom Paracelsismus. Franz Rueb und der Mythos Paracelsus von Eduard Stäuble. Wenn man Franz Rueb's Buch gelesen hat, kommt man nicht darum herum, in die Lobeshymne des Verlags einzustimmen. Hier liegt uns tatsächlich ein Paracelsus-Buch vor, in dem ein unverstelltes, unverzerrtes und ungeschöntes Paracelsus-Bild, gereinigt von allen legendenhaft und mythisch glorifizierten Zutaten, gezeichnet wird. Mit wohltuender, intellektueller Schärfe und Klarheit, Redlichkeit und Unbestechlichkeit kratzt Franz Rueb an einem traditionellen paracelsischen Heiligenbild und hervorkommt anstelle eines maßlos überschätzten Wunderdoktors und Vorläufers der heutigen Medizin eine höchst seltsame, überaus merkwürdige, eine ebenso einzigartige wie ausgefallene, geniale Persönlichkeit im Schnittpunkt von Mittelalter und Neuzeit. Kein Arzt unserer Zeit, kein Begründer der modernen Chemie, kein Schutzpatron aller Gesundbeter und Kräutermänner, vielmehr ein ebenso ausgefallener wie grobschlächtiger Genius der Intuition, eine rätselhaft schillernde Figur, ein ruheloser Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Magie,
von den einen verspottet als Scharlatan, von den anderen umschwärmt als großer Naturforscher, Philosoph und Arzt. Mir scheint tatsächlich, hier sei einem das schier Unmögliche gelungen, eine sachlich klare, materiell fest begründete und in jeder Hinsicht haltbare Charakterstudie von Paracelsus und eine einwandfreie, begrifflich klare Darstellung seiner Therapie. Aber Franz Rupp hat wie kein anderer in seinem Buch ein realistisches und unverfälschtes Paracelsus-Bild entworfen, um das keine künftige Paracelsus-Literatur mehr herumkommen wird.